Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Ich wollte schon mal von Anfang an und mal allen danken zum Reinschauen. Einen anderen Like, einen anderen Abo, das gekommen ist neu. Möchte ich mir besonders bedanken. Natürlich freuen wir uns am meisten über ein Abo, ne? Ist wie gesagt für alle kostenlos. Es sind keine Verpflichtungen daran, also. Und es kostet auch nichts. Vor allen Dingen, es kostet nichts für niemanden. Es kostet was. Kosten gibt es hier keine. Alles ist kostenlos. Ja, auch das Schauen ist kostenlos. Wie gesagt, mit einem Abo-Prinzip ist es nur eine kleine Anerkennung für mich und mehr oder weniger für meine Arbeit. Und das möchte ich auch mal danke für sagen. So, so Stroh, wo ist Stroh? Karotte, Karl, Schweinefutter, ja, Mist, Junge, Stroh. Ich hatte erst überlegt, noch Stroh für Pellets zu machen, aber ja, das ist schwierig, ne? Also der erste Stroh gibt es erst wieder im Sommer, ne? Also in 6 Tagen, haben wir jetzt noch mindestens rein rechnerisch gesehen, dreimal die Tiere versorgen mit Stroh und Wasser, Wasser auch, vielleicht nochmal mit Mischfutter herstellen müssten. Dann wäre Stroh jetzt wegzugeben für Pellets unklug. Ne? Ich glaube, da war nichts mit drin gewesen oder ziemlich wenig. Und aber meine Tiere haben Vorrang, dass die ihr Stroh kriegen, dass wir Mist haben für unser Düngerfabrik und vielleicht auch für die BGH. Aber in erster Linie für die Tiere, ne? Ja, jetzt haben wir Winter. Im Winter ist halt die Arbeit steht an, vorwiegend Produktion, heißt aber auch mal Holzfällen, ne? Nichts Dramatisches, aber halt, das hört dazu, weil die brauchen irgendwann Leerpaletten. Die haben wir aktuell, wir fahren mal so lang, ne? Die haben wir aktuell ein Sägewerk und die brauchen Holz dafür, ne? Und das Holz haben wir aktuell nicht. Hier sollen die männlichen Tiere rein, ne? Also das wären unsere Mastbullen, ne? Also deswegen ist der Stall hier hingestellt, ne? Wo ich die Karte im Prinzip von null begonnen habe, habe ich halt die Gebäude halt mitgenommen, soweit wie es ging. Und geplant war jetzt den Stroh zu den Schweinen zu fahren. Schweine sind ja auch verfressen, ne? Ja, die Malzfabrik, ich überlege gerade. Ja. Dann am besten mache. Mit Geld wird es noch nicht reichen. So. Wie werden wir jetzt sehen, dass wir. Die Brauerei versorgt kriegen mit Getreide. Und wieder mit Wasser sicherlich. Wir gehen jetzt wieder runter auf 5. Und bei Bedarf auf 1, wie gesagt, da ich ja nur 3 Tage spiele, jahreszeitentechnisch ist das manchmal erforderlich auf 1 zu spielen. Besonders dann, wenn die Aussaat ansteht und die Ernte. Aber im Großen und Ganzen sind wir Geschwindig 1 doch schneller als unterwegs als mit 6 Tagen, weil wir aber bei Bedarf immer auf 5 gehen können am Tage und nachts auf 30 oder 15. Ne, auch bei Ernte würde ich sagen, okay, da machen wir halt normal, ne? 5 oder so, nachts vor allen Dingen und am Tag auf 1. Und wenn es absolut notwendig sein sollte, weil es einfach vom Wetter her gemacht werden muss, dann müssen wir halt doch mal nachts auf 1 spielen, zur Not. Aber das soll die Ausnahme sein. Ich denke mal, sonst werden wir auch ohne hinkriegen. Auf 30 locker, dass wir am Tage die Ernte dann erledigen. Und nachts halt dann die Tiere besuchen. Produktion werden wir im Sommer nicht machen. Das ist dann theoretisch nicht möglich.
theoretisch. Also im Frühjahr werden wir sicherlich noch ein oder andere Holzbaum fällen, also Bäume fällen und das Sägewerk bedienen. Und dann können wir auch die Dings verkaufen, OBS-Platten und so und alles, ne? Hersteller sprechen und verkaufen. Müsste eigentlich möglich sein. Im Frühjahr wollt ihr noch Bäume pflanzen? 200 Stück. Ungefähr. So, jetzt müsste die Kreuzung kommen. Ob die BGA noch läuft? Müsste ich kurz mal gucken. Aber man muss das Förderband umbauen, ne? Das wäre ja mal schade, wenn wir jetzt hier läuft noch. Kommt nicht hinterher. Aber das ist egal. Hier kann er fleißig arbeiten, ne? Gut, das läuft. Und wir können entsprechend nachher. Ja. Wir können. Ja, mit dem ist ungünstig, ne? Probier mal, ob wir Rübschuss reinkriegen, ne? So, auf zur Brauerei. Machen wir die Innensicht. Ist noch ein bisschen besser zu sehen, ne? Als einmal läuft auch, ja. Weil oft verplappert mich und dann ist die Zeit zu lang gezogen, ne? Das ist ungünstig, ne? Von der Statistik her gesehen ist optimale Länge so 15 Minuten. Dürfen noch gerne 18 sein. Ist auch kein Problem. Und wenn es mal länger sein sollte, über 20, ist auch kein Thema, ne? Aber so eine Statistik her gesehen ist es immer am idealsten, weil Zuschauer, die jetzt 3-4 Minuten gucken, das wirkt sich in der Prozente besser aus, als wenn ich jetzt mit von der Länge zu lang gezogen habe. Ne? Ist meine Erfindung ist das nicht, das ist von YouTube. Und die Wahrscheinlichkeit der Empfehlung ist größer, wenn die prozentuale halt besser ist vom Wert her. So habe ich das verstanden. Also es kann natürlich sein, dass es nicht so ist, dass ich da verkehrt liege. Aber ich hoffe mal nicht, ne? Also beziehungsweise, dass ich da so richtig liegen könnte, aber deswegen versuche ich alle die Zeit also nach Möglichkeit bei 15 Minuten zu machen. Es wird oft bei 17 oder 18 sein. Und daran soll es nicht scheitern. So. Hier wollte ich noch einen Traktor kaufen, einen kleinen, beziehungsweise einen kleinen vom Hof nehmen und einen Anhänger für Wasser. Weil das wollte ich hinkriegen mit Kursbrett, dass selbstständig im Prinzip immer fleißig Wasser liefert. Ne? Weil die Brauerei hat ja keinen Anschluss für Wasser, muss Wasser ja kaufen. Wasser kaufen ist ja in dem Augenblick teuer. Ne? Das muss ja nicht sein. Ne? Dann können wir Bier auch verkaufen und sparen. Ne? Dass hier kein Tor ist. So, gut, jetzt geht's Richtung Hopfen wollen wir noch holen. Muss ich mal sehen. So. Achso, jetzt wollte ich Dings holen hier. Rübenschnitze. Dazu könnten wir über die BGH fahren. Geradeaus durch. Beziehungsweise rechts vorbei. An die beiden Silos. Weil links ist ja das Förderband. Und hier ist ein Hänger und ein Traktor. Ja, schneller Traktor sogar. Der schnelle. So. Warum ist hier so schlechtes Licht? Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich finde das Tor nicht. Jetzt muss ich öffnen und zaun. Tor ist ja ganz da. So, auf zur Rübenschnitze. Mal sehen, ob wir da was kriegen. Vor allem mit dem zweiten Anhänger. Mal sehen, ob ich da irgendwie rumkomme. Aktuell ist ja auch im Feld nicht bestellt. Also können wir ja eigentlich theoretisch ein bisschen das Feld fahren. Also hier unser Diesel. Den müsste ich auch noch herstellen irgendwie, aber das lasse ich zurzeit finanziell nicht möglich. Ne?
damit man die über den Fell fahren kann. Ich habe es ein bisschen ungünstig gebaut. Wahrscheinlich werde ich nochmal abbauen und Rasen stellen. Ne? Vielleicht zum BGH direkt. Müssen wir mal sehen. So, Diesel ist null. Der hatte ein Loch im Tank. Zuckerrüben sind noch da. Müssen wir nur entsprechend jetzt nachher. Weil aktuell fahren wir mit 5 und dann geht ja mehr Dings weg, als wir BGA verarbeiten können. Ne? Und da kann man schlecht sehen, aber 125.000. Also Rübenschnitzel bringt mehr Geld als Bist oder Gülle oder Silage. Ne? Aber Rübschüsse zu ernten ist natürlich auch ein bisschen in Anführungszeichen mühsam, ne? Beziehungsweise arbeitsintensiv, ne? Aber das werden wir durchaus wieder in Erwägung ziehen. Kartoffeln eher nicht. Mal sehen, was Verkauf bringt. Können wir auch noch verkaufen. Und dann können wir sehen, was wir näher für kriegen, ne? Geldmäßig. Hier unser Lager in der Post, wenn ich abkann, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ich denke mal schon. Auch dann nicht so viel. Dass wir jetzt da nicht wüssten wir eigentlich noch mal Diesel holen, ne? Aber, was machen wir zuerst, ne? Erstmal die Rübenschnitzel, dann werden wir den Hopfen wegbringen. Wenn wir Glück haben, werden wir auch ja, Wasser noch leer machen lassen und wieder auffüllen lassen. So, wir haben jetzt den ersten. Wir müssen den zweiten nehmen. Und zwar mit G. Wir müssen ja nur einen Trichter kommen, ja, geht ja schon. Zum Glück. Aber nicht den Hänger voll machen, Junge. Das wäre nicht gut. Das wäre äußerst kontraproduktiv, ne? Ob wir alles hinkriegen? Sieht nicht so aus. Hänger da lassen, ungünstig, ne? Hunderttausend kann ich da lassen. Müssten wir das ist Schluss. Das Schluss ist. So. Dann wird das Motor starten, das ist ja so ein Witzbold hier. Haben wir doch. Ein bisschen umstellen gleich nebenbei. Derzeit kann er ja ein bisschen Nachschub bringen. So. Ja. So. Das lässt ja noch ein bisschen länger ziehen, ne? Gute Technik.
Ja, das ist nicht so gut. Dann werden wir uns mal um Wasser kümmern. In der Zeit ist er dann auch leer. Beziehungsweise immer die nächsten Fahrzeuge zurückfahren. Ja, das ist ja auch. Muss ja auch noch gemacht werden. Eingeklappt. Nö, nix. Klappen wir ein und geht gleich zum Hof. Und dann werden wir gleich mal reparieren. Ne? Ist ja nicht, muss ja gemacht werden. So, sind wir jetzt hier? Feld 3, glaube ich. Ne? Ja, da Geschwindigkeit. Moin, Feld 3. Ja, Straße fahren, ja, aber nimm einen Blick. Mal sehen, ob Raps noch im Winter ein bisschen wächst. Könnte sein. Das wird den ersten im Januar noch einmal wächst. Normalerweise wird der eigentlich früh ausgesät, aber wird schon werden, ne? Ja, dann noch. Mal sehen, dass wir Diesel hinbekommen. Rübenknutze. Ja, krass, und dann Kopf nach links und kommen wieder links rechts, ne? Es geht vorwärts. So, wie gesagt, hier mal gleich reparieren und waschen. Dann müssen wir im Frühjahr wieder Startler sind, ne? Immer einen nach dem anderen. Und wir werden gleich tanken. Also tanken ist ja nicht unbedingt notwendig, aber machen wir halt, ne? So. Jetzt fahren wir hier mal in den Bereich von den gelben Dinger. Und zurück. Aus. So leer machen hier, ne? So. Reparieren. Lackiert wird aber nicht, also gleich. Ups. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Auch heute sind die 17 Minuten um. 18. Wie gesagt, das ist nicht so genau. Muss man nicht so genau nehmen. Mal eine mehr, mal eine weniger. Aber so 15 ist Minimum. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und liken, ne? Falls so einer heute macht. Falls jemand so lange schaut. Ist gut möglich. Sieht aber nicht aus. Ja, und ja, wir machen ja gleich weiter mit den nächsten Fahrzeugen. Ne? Also wir müssen ja noch mehrere Fahrzeuge zum Hof bringen. Beziehungsweise die BGA muss wieder Silage bekommen. Das Silo möchte ja irgendwann mal alle gemacht werden. Ne? Ja, ne? Und dann geht es ja weiter. Wir haben noch sogar noch Silageballen auf einer anderen BGH. Also, aber wie gesagt, das ist ja jetzt bis wieder neue geht, das dauert auch eine Weile und bei Gelegenheit werde ich da entsprechend mal leer machen. Ne? So, dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Bis dann, tschüss.